Kapitel 5. Im Jahrhundert der Dunkelheit wurde die Welt von einem Drachen regiert. Mit dem Auftrag, Licht in diese dunkle Welt zu bringen, tauchte ein kleiner, aber mutiger Held auf. Im Kampf mit furchtbaren Monstern wurde er immer stärker und heldenhafter. Und doch wurden mit dem Auftauchen des Herrschers über die Dunkelheit, dem Drachen, seine Träume zerschmettert. Wie sieht die Zukunft aus? Welches Schicksal wird den Helden ereilen? Wie kann das Spiel enden? Der Held erholt sich, um gegen den Drachen zu kämpfen. Aber wie kann er gewinnen? Und genau in diesem Augenblick trat ein zweiter Held auf, der den gleichen Traum von einer lichtdurchfluteten Welt hatte. Vielleicht ein Freund an seiner Seite. Aber so einen Mitstreiter zu erschaffen, wie kann man das programmieren? Was soll ich tun? Was kann ich bloß machen? Ah, guten Morgen, Takeshi. Morgen. Hi. Vielleicht könnte ich Yosuke fragen? Nee, auf keinen Fall. Unmöglich. Ich werde ihn nicht fragen. Süß. So, das war's schon für heute. Gut gemacht. Du bist ein echter Held, Hiroshi. Der Held wird den Drachen besiegen. Deswegen muss ich noch viel stärker werden. Hiroshi gibt wirklich alles. Und all das für ein Spiel, das nicht richtig funktioniert. Und was mache ich? Wovor renne ich weg? Yosuke! Kapitel 6. Okay. Könntest du dir mein Spiel mal ansehen? Klar. Ich hab's getan. Ich habe Yosuke Mighty Warrior gezeigt. Aha, du kontrollierst alles aus dem Hintergrund. Eigentlich bin ich nicht so ein guter Programmierer. Aber ich wollte meinen kleinen Bruder beeindrucken. Und ich musste improvisieren und alles heimlich kontrollieren. Und Hiroshi fand das bisher immer toll. Ich glaube, es unterstützt ihn irgendwie auch seelisch. Und jetzt kann ich ihm nicht sagen, dass das Spiel eigentlich gar nicht fertig ist. Und will es daher jetzt irgendwie fertig kriegen. Yosuke, bitte hilf mir! Verstehe. Na, das ist ja was. Hä? Takeshi. Du bist klasse! Hä? Du konntest es nicht schnell genug programmieren. Und hast dann alles selbst in Echtzeit kontrolliert. Das könnte ich nie. Das ist echt der Wahnsinn. Meinst du?
Ich helfe dir gerne mit der Programmierung. Wirklich? Auf jeden Fall. Morgen haben wir keine Schule. Wir könnten direkt anfangen. Ja, gerne. Hey ihr, seit wann versteht ihr euch denn so gut? Ich mag Erika. Also ich mag eigentlich alle Charakter. Es gibt also wirklich keinen, den ich nicht mag. Was für ein Zauberer soll das sein? Lass mal überlegen. Er sollte weise, loyal und vertrauenserweckt sein. Alles klar. Oh, eine Nachricht von Mama. Hiroshi meinte, er sei etwas müde heute, also geht er früh schlafen. Und er wünscht dir viel Energie für die Hausaufgaben. Ich glaube, er weiß es. Erika hat letztens von dir erzählt. Was denn? Dass du dir solche Mühe gibst mit Hiroshi, seit euer Vater gestorben ist und so. Ich glaube, sie war etwas besorgt. Ich glaube, sie ist eigentlich echt lieb. Ach, so ein Quatsch. Erika. Ich habe ein Monster aus ihr gemacht. Sorry. Am nächsten Tag bin ich mit dem Mighty Warrior, das ich zusammen mit Yusuke gemacht hatte, zum Krankenhaus gegangen. Für Hiroshi werde ich das Spiel. Oh je, lieber Held, wieso wurdest du besiegt? Ich habe gesehen, wie du gekämpft hast. Lass uns den Drachen zusammen besiegen. Na los, auf geht's. Okay. 400. Oh Gott. Ritter, von Menschen panisch gefürchtet. Viele Dörfer wurden schon von ihm zerstört. Sagt mir irgendwie gar nichts. Feuerball. Ein Feuerball trifft einen Feind nach Wahl. Oh, Heilung. Kraftpunkte werden teilweise wiederhergestellt. Wird zu einem gewünschten Zeitpunkt eingesetzt. Blitzschwert. Den Helden erfüllt eine spirituelle Kraft. Alle Feinde werden angegriffen. Warte, spiele ich jetzt den anderen oder wie ist das? Okay, ach, das sind Fähigkeiten, die ich dann einfach verteilen kann. Okay, machen wir mal was Simples erstmal. Sowas. Und dann den Ritter. Obwohl, nein, lieber nicht den Ritter. Weiß noch nicht, wie der ist. Ich weiß nicht. Oder machen wir erstmal den Ritter und so ein Skelett. Und vielleicht noch einen Slime explodierenden. So rum. Monsterbegegnung! Oh Gott, ist er stark! Aussehend. Ich weiß nicht, wie viel Damage er macht. Okay, Crit. Okay, der hat sehr viel Leben. Es ist ein neuer Bossgegner. Oh Gott, hätte ich mir auch sparen sollen. Nein! Ach man, ich muss ihn noch ausprobieren. Das ist doch gemein. Ey, da könnt ihr mich aber nicht blamen für. Ich musste den noch ausprobieren. Okay. So, jetzt weiß ich, dass ich den für das allerletzte benutze. Das sind Bossgegner. Okay. Dann machen wir jetzt erstmal ihn. Ihn und ihn. Let's go. Wird schon passen. Okay. Zack. Gargoyle ist down. Warum heißt der Erika Goyle? Sollte er umbenannt werden. Oh Gott. Nee, gut. Oh nein. Oh oh. Was?
Ja, komm, was soll ich denn bitte machen? Ey, das ist echt lächerlich. Alter, geht einfach weiter. Tschüss. Kommt schon, Leute, da müsst ihr zugeben, das ist echt lächerlich. Wie oft will er noch missen? Oh. So lame. Machen wir es so. Hab ich noch ein Gargoyle? Ja, kann man machen. Ich will in den ersten paar Runden eigentlich die meisten Punkte bekommen, damit ich mich darum nicht kümmern muss am Ende. Oh, ich hab das, den Mist leider für den anderen verwendet. Ups. Ah, ich bin tot. Ah. Ist echt nicht einfach. Ich glaube, das vorletzte Mal, dass wir das spielen, oder? Ich weiß nicht, was im letzten Kapitel passiert. Also, nächstes Kapitel ist das letzte Kapitel, habe ich nachgeschaut. Oh, ich kann sofort den Boss machen, wenn ich will. Oh, komm, machen wir das. Machen wir so. So. Was macht denn das eigentlich? Machen wir es mal so. Nice. Okay, okay, wir kriegen schon mal ein paar Punkte. Oh oh. Er lebt noch? Was? Okay, nur ihn einsetzen. Er ist zu stark. Nur ihn einsetzen. Bei ihm keine Mitstreiter. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, gecheckt. Krieg ich ihn nochmal? Actually. Aber jetzt gerade ist es ein bisschen schlecht. Ich möchte eigentlich jetzt nicht benutzen. Nehme ich mal zwei Gargoyles. Ich nehme mal zwei Gargoyles. Ach, geiler Start. Okay, beide greifen an. Super. Zack. Ach nö, come on. Das kannst du nicht tun. Der eine lebt noch. Nicht schreien, nicht schreien. Kratzen, kratzen, kratzen. Ja. Komm, kratz, 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 kratz. Nein! Du sollst kratzen! Ja, genau. Wow, das war mal eine richtig gute Runde. Thrill-Level ist sehr hoch. Nice. Zack. Wow, wie viel. Das ist mega gut gewesen. Aber auch sehr knapp, muss man zugeben. Kraftpunkte werden teilweise wiederhergestellt, wird zu einem gewünschten Zeitpunkt eingesetzt. Oh. Oh, lass den Bosskampf inszenieren. Let's go, Bosskampf. Düdüdüdü, Zwischenboss. Warte, was? Er setzt sofort ein? Warum das denn? Ich hab... Das finde ich jetzt blöd. Warum setzt er das sofort ein? Ja, ist zu schwer. Ich bin tot, das war's. Ja, oder? Ja, das war's. RIP. Ach man, ich muss alles neu machen. Ach nö, meine ganzen Punkte. Nein. Okay, ich benutze den Boss-Gegner nie wieder, ey. Ach man, das. Ist das Ihren Ernst? Ist das der. Ich kann gleich aufgeben. Was soll das? Oh, ich habe gewonnen? Warte, was? Wie habe ich denn gewonnen? Wow. Okay, warum habe ich gewonnen? Ja, das sind leider nicht so viele Punkte, aber. Ist okay. Konnte ich ja nichts für. Machen wir es so? Ja, machen wir es so. Oh, falscher Gegner. Ich vergesse das immer. Ist auch egal. Das Leim macht ja trotzdem sehr viel Damage. Wir kriegen ja jetzt Plus.
Boom auf beide. Oh Gott, bitte heil dich. Oh, er heilt sich nicht, oder? Er wird sich nicht heilen. Ich glaube, der wird sich... Ne, er heilt sich nicht. Oh Gott. Okay. Oh, Feuer. Gut. Feuer und Flamme. Machen wir Gargoyle. Den und den. Nein, warte. Machen wir es so. Nice. Geblockt. Okay. Greif an. Zack, wir kriegen gut Punkte. Er macht sogar Miss. Ey, du musst jetzt nicht die ganze Zeit Miss machen, ne? Nur weil es gerade so gut läuft. Alter. Wie viel Pech kann man haben? Hallo? Ich wollte gerade sagen. Alter. Aber okay, wir haben, glaube ich, jetzt die Mission geschafft, ne? Spaßlevel, oder? Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, oder? Nein? Noch nicht? What? Level 8. Vorletztes Level. Ich will den Ritter nicht nicht reintun, weil der ist mega krass. Kommt nicht gleich noch ein Boss überhaupt? Ach, ich habe keine Ahnung. Machen wir es mal so. Na doch, zwei Skelette. Wir machen für einen Skelett einen Ausweich. Zack. Oh, brauchte ich sogar gar nicht, merke ich gerade. Oh, egal. Ich hoffe, ich krieg's hin. So, der explodiert, beide sterben. Und das war's. Nice. Zack. Bitte heil dich. Ich wollte gerade sagen, du heilst dich jetzt nicht. Okay. Von Menschenpunch gefürchtet, viele Dörfer wurden schon von ihm zerstört. Ich will eigentlich gegen ihn kämpfen. Komm schon. Ich will gegen ihn kämpfen. Ich will wirklich gegen ihn kämpfen. Zack. Für 60. 80. Und Ausweich. Komm schon. Yes. Oh. Oh nein. Nein, 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 nein. Okay. Aber es hat geklappt. Ende vielleicht ein bisschen lame, aber ich hatte einfach Angst, okay? Ich wusste nicht, wie OP der ist. Alles klar. Das hat Spaß gemacht. Ich habe einen neuen Gefährten. Er ist sowas wie ein Zauberer. So cool. Ja, glaube ich dir. Es ist toll, Freunde zu haben. Wenn ich mit meinem Freund kämpfe, können wir vielleicht auch den Drachen besiegen. Naja, sei dir nicht zu sicher. Du musst rundum stark sein, innen und außen. Ja, stimmt. Hiroshi, geht es immer besser. Vielleicht kann er nächste Woche wieder in die Schule. Oh, wirklich, Herr Doktor? Das ist doch toll, Hiroshi. Hm? Was ist denn los? Schule ist doof. Ich will nicht wieder in die Schule. Schule ist doof. Naja, aber wenn es dir nun mal besser geht. Nein! Ich will nicht, nein, ich will nicht in die Schule. Nein, nein, doof, doof, doof. Kapitel 7. Letztes Kapitel. In dieser Nacht haben wir Mighty Warrior fertiggestellt. Ich hab Donuts dabei. Oh, danke. Vielen Dank. Die Soundeffekte. Hiroshi will also nicht zur Schule, hm? Aber der Arzt sagt, dass es ihm besser geht. Wahrscheinlich traut er sich nicht, weil er so lange gefehlt hat. Wahrscheinlich hat er einiges verpasst. Hm.
Ich will ihn irgendwie aufbauen. Mit dem Spiel. Ja, verstehe. Hm? Mit dem Spiel? Was ist so komisch? Spiele sind nicht nur zum Spaß da. Sie können Leute auch aufbauen und ihnen helfen. Ja, du hast recht. Als ich Takeshis Spiel zum ersten Mal gesehen habe, habe ich echt die Emotionen gefühlt, die in dem Spiel steckten. Und deswegen können wir ihn auch aufbauen. Mit dem Spiel. Yosuke! Danke. Boah, mir ist heiß. Mann, oh Mann, die Luft brennt ja förmlich vor Leidenschaft. Du kannst ruhig nach Hause gehen, Erika. Ach was, lass mich noch etwas zugucken. Wie auch immer, zurück zu unserem Problem. Wie können wir Hiroshi helfen und ihn auf die Schule vorbereiten? Wie wäre es, wenn der Drache reden würde? Ne? Hiroshi, du solltest zur Schule gehen! Oder sowas. Nee. Das wäre lächerlich. Das wäre zu direkt. Entsprechender Drachen. Hä? Entsprechender Drache? Entsprechender Drache. Etwas direkt, aber könnte klappen. Mhm. Sag ich doch. Nachdem Erika nach Hause gegangen war, haben wir am Ende des Spiels gearbeitet. Was könnte der Drache zu Hiroshi sagen? Das ist quasi sowas wie ein Brief. Ein Brief? Das ganze Spiel ist wie ein Brief an Hiroshi, oder? Natürlich in den Worten des Drachen, aber wie wäre es, wenn du ihm sagst, wie du dich fühlst? So, das nächste Kapitel. Der Held wird den Drachen besiegen. Schule ist doof. Ich glaube, das wird noch etwas dauern. Hiroshi! Also Hiroshi, Takeshi! Hä? Ich habe Yosuke und Erika mit ins Krankenhaus gebracht. Also, heute ist es soweit und du kämpfst gegen den Drachen. Ja, bereit! Oh, wir machen in der Zwischenzeit Hausaufgaben zusammen. Oh je, viel Erfolg. Für Hiroshi sind wir das Spiel. Oh Gott, ist das cool. Das ist die Mighty Warrior Welt. 500! Bro. Wie bitte? Let's go. Oh, ich bin hyped. Das Ende des Spiels ist echt gut aufgebaut. Am Anfang habe ich das Spiel ein bisschen genervt vom Gameplay her, aber jetzt habe ich es ein bisschen besser drauf. Warum bin ich so OP? Erneut laden, bitte. Wow. Boah, ich habe den Ritter nicht. Okay, egal. Nehmen wir einfach das hier. Wird schon gehen. Wird schon gehen! Zack, der ist jetzt down. Nice, Miss. Okay, wir sind viel zu OP. Okay, wusste ich nicht. Gut, aber jetzt weiß ich's.
Man muss halt einfach an diesem Spiel ein bisschen herum experimentieren. Ist das halt das Ding. Machen wir einen Ritter. Machen wir einen Feuerball. Oder? Ich mache keinen Feuerball. Oder? Machen wir einen Feuerball zur Sicherheit. Nein, noch nicht. Alle Feinde werden angegriffen. Ich lasse es lieber. Machen wir so. Und. Boah. Ich hoffe, das klappt. Ups. Halt, der greift erstmal den Slime an. Zack. Oh. Alter. Hallo. Das ist doch so lächerlich. Ach, come on, Spiel. Okay. Alles klar. Was nehmen wir gegen den? Den will ich eigentlich reintun. Ich mach's mal so. Und dann noch er. Ja. Ganz viele Gegner, die Wache. Zack. Zack. Das Skelett macht sehr viel Damage immer. Nice. Komm. Free Level. Wir müssen Free Level hochmachen. Nice. Free Level ist hoch. Gut. Aua. Scheiße, ich bin tot. Das war's. Ich hab verkackt. Er killt mich jetzt One-Hit, oder? So close. So nah, doch so entfernt. Oh Mann. Ah, der Gargoyle war schuld, glaube ich. Eigentlich Gargoyle, der Ork. Hm, was gehen wir? Ich glaube, das Spiel will unbedingt, dass ich den Ritter nehme. Okay. Können wir machen. Oder sollen wir zwei Ritter? Nee, das wäre zu OP. Nehmen wir einen Slime mit rein. Komm, das kriegt er doch hin, oder? Vor allem in der Reihenfolge. Zack, Miss und dann machen wir BAM! Oh Gott. Komm schon, kill ihn! Kill den Ritter! Oh gut, er macht sogar einen Miss. Oh oh, oh oh, oh oh, komm schon, kill ihn! Nice! So, füllen wir bitte noch auf 100? Schauen wir nicht mehr. Also, ich brauch so einen Bomben-Heini. Naja, ist ja auch egal. Ein harter Kampf! Na gut, immerhin, ne? Oh gut, das sind sogar 100. Kein mal so schlecht, okay. Ich will nicht zwei machen, das wäre zu krass. Aber das Spiel zwingt mir ein bisschen den Ritter auf, ne? Oder bin das nur ich? Ah, hier werden explodieren da. Will ich's machen? Na komm, probieren wir's. Nice. Zack. Nächster Attack mit Crit. Bam. Alter, das war echt viel. Aber ich habe verloren. Ja. Uff, das Ende des Spiels ist echt schwer. Oh Mann. Wie oft will er mich noch anschreien? Und dead. Nice. Gute erste Runde. Ich traue mich gerade irgendwie nicht so viel, muss ich zugeben. Aber nice. Wir sind bei 130 diesmal. Okay, den Ritter will ich nicht mehr nehmen. Machen wir das gleiche wie gerade. Hat gut geklappt. Ach komm. Alter. Oh oh. Ich hab grad ein bisschen Angst. Nein, schrei mich nicht an. Nein, das Slime. Nein. Oh oh. Oh oh. Ich
ich ausweichen? Kann ich ausweichen? Nein. Nein, hör mich an zu schreien. Und gewonnen. Nice. Knapp. Aber war eine gute Runde wieder. Eis, wir kriegen viel Spaß. Juhu. Und wir haben Spielspaß. Okay. Ich will den Ritter nicht benutzen. Ich hoffe, das passt. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Aber das Skelett sollte eigentlich viel Damage machen. Ja. Und der Ork macht jetzt auch noch ganz, ganz viel, ne? Wow, ist ein bisschen zu viel, aber passt eigentlich. Haben wir genug Spaßlevel jetzt? Genau, Spaßpunkte. Ich sag einfach mal Spaßpunkte dazu. So. Okay, vorletzte. Oh Gott, wir brauchen noch so viel. Wir haben's. Ja, ich will nochmal Ork und Skelette benutzen. Ich weiß nicht, so würde ich sagen. Ich spare mir die anderen Sachen auf. Ich soll das nicht auf jeden Fall. Ich soll das jetzt nicht sofort benutzen, denke ich. Zack. Alter, nein! Verdammt, wir machen zu viel Damage. Och, nö. Yes, Miss! Noch ein Miss, noch ein Miss. Ah, schade. Na, das war eine schlechte Runde, sehr schlecht. Leider. Verdammt! Oh, das schaffen wir nicht. Ich glaube, das verlieren wir. Oh, Skelett. Machen wir es so. Ah, ich habe mich nicht geheilt. Warum heilst du dich nicht? Warum heilt er sich nicht? Scheiße. War das genug Punkte? Bitte sag, es waren genug Punkte. Wie viel waren das? Oh nein, nein, das reicht nicht, das reicht nicht. Nein! Nein! Zurück zur Fackel, wo war die Fackel? Wo war die Fackel? Wo war... Okay. Ist gar nicht so einfach, muss man wirklich sagen. Machen wir es so. Letzter Kampf vor dem Drachen. Oh, ist Instant Down. Nein! Ist Instant Down! Wegen meinem Crit, oder? Scheiße. Oh nein. Ach. Nein! Och Mann. Ich kann ihn nicht einschätzen. Ich kann allgemein nicht einschätzen, wie stark ich gegen die bin. Manchmal bin ich zu stark, manchmal bin ich zu schwach. Oh Gott. Ey.
Oh, ich hätte vielleicht das Skelett vor dem Slime machen sollen. Ach, egal. Passiert. So, ich guck erstmal zu. Obwohl. Oh nein. Oh, das war dumm. Das war alles dumm. Alles ist dumm. Oder? Nein, 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 das Skelett. Nein! Warum musst du missen? Was ist falsch mit dir? Oh, goddammit. So würde ich sagen, versuchen wir es einfach nochmal. Ah. Mehr fällt mir sonst jetzt nicht ein. So, sofort Crit. Und den Rest kommen wir zu. So, aber das weichen wir aus. Aber das ist echt Bullshit. Wie viel Damage er macht. Er überlebt. Er überlebt! Motherfucker! Eine gute Runde werden. Oh nein. Ich kann vielleicht das Skelett nach hinten zu fallen, weil der mich misst. Oh Gott. 75%. Oh, das reicht. Nein, das reicht nicht annähernd. Nein! 100 brauchen wir! Wie sollen wir das hinbekommen? Wie? Irgendwann später. Hoffen wir auf das Beste. Sofort erstmal Crit. Ausweichen. Und jetzt killen. Gut, okay. Dann schießt er mich ab. Ich komme auf die 80, genau. Er stirbt. Ich komme auf die 90 und ich habe gewonnen. Okay. Yes! Komm, wenn das nicht reicht. Komm, bitte, ich saß jetzt wirklich mehrere Minuten hier dran. Auf Dauer wird es echt langweilig und anstrengend. Yes, geschafft, gerade noch so. Huh, okay. Und jetzt kommt der Drache auf Level 10. Oh ja. Der Drache. Was soll der Drache sagen? Du hast es also geschafft, habe ich beobachtet. Du wirst mich nicht besiegen können. Dein Herz ist zu schwach. Das sagen wir. Du hast es also geschafft. Ich habe dich beobachtet. Du bist oft besiegt worden, hast dich aber immer wieder aufgerappelt. Und jetzt bist du hier. Du scheinst mehr Mut als alle anderen zu haben. Ein bisschen besser bist du wohl geworden. Du musst auch mal gelobt werden. Oh Gott, der Text. Aber nicht nur du bist stärker geworden. Auch ich bin deinetwegen stärker als zuvor. Herzlichen Dank. Nun denn, sollen wir endlich kämpfen? Zeig mir, wie tapfer und stark du bist. Oh, wir dürfen eine Fähigkeit auswählen. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das heilt. Ich will das ja eigentlich benutzen, weil das finde ich eigentlich am besten. Das hier. Wo wir tanken ist. Ja, nochmal. Oh, das ist cool gemacht. Das ist echt cool gemacht.
Oh oh. Hier. Dankeschön, zack. Oh oh, er spawnt Enemies. Er spawnt Enemies. Und ich mach die dann später. Was, warum läuft den Skelettchen? Oh oh. Okay. Ah, wir machen das Schwert, stimmt. Hab ich vergessen, das Schwert. Episch. Wie viel mehr hat denn der Drache? Oh oh, Heilung, 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 Heilung. Das ist aber echt nice gemacht. Ey, du Sack. Nee, ich heil mich jetzt erstmal. Zack. Ey, er beißt mich einfach, Leute, er beißt mich. Was ist das für einer? So, Gigaschwert. Bam. Der Drache hält echt viel aus. Alter. Reicht dann auch. So, komm schon, kill ihn. Kill den Drachen. Alter, wie viel überlebt der? Der hält da einiges aus. Zack. Okay. Ich heil mich jetzt die ganze Zeit. Das kommt mir am klügsten vor. Ja, komm, heil ich mich trotzdem nochmal. Ich will mehr als die Hälfte haben. Ah, 80 sieht gut aus. Okay, greif an. Greif mit an. Bam. Bam. Oh oh, oh oh, oh oh, heilen, 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 sowas von heilen. Die ganze Zeit heilen. Warum konnte der Zauberer nicht vorher auch mit angreifen? Nee, erst beim Bosskampf geht das. Aber gut, gut, das macht den Bosskampf zumindest ein bisschen epischer. Und wir haben gewonnen! Yes, der Drache ist besiegt worden. Also wäre das nicht epischer? Weiß ich auch nicht. Dass du mich besiegen würdest. Danke, ein wahrhaftiger Held. Im ganzen Land ist das... Achso, im ganzen Land ist das Licht zurückgegangen. Das bin so ich. Das hat so viel Spaß gemacht! Ich werde immer wie ein Held kämpfen! Dankeschön, Takeshi! Du bist toll! Ich weiß! Wie süß! Und das war Takeshi und Hiroshi. Ich hoffe, ich habe die Namen nicht im ganzen Let's Play gebutschert irgendwie. Ja, Meinung zum Spiel. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ich habe ein bisschen mehr Variationen an Spielen erwartet. Wir haben eigentlich größtenteils so diesen Dragon Quest Abklatsch hier gespielt. Ich dachte, wir spielen noch mehr. Wir haben zwar noch dieses eine Zombie-Spieler gespielt, aber ansonsten... Falls es irgendwelche Secrets in dem Spiel gibt, dann werde ich sie irgendwann in einem weiteren Bonusvideo oder so nachholen. Aber ich glaube, wir haben sonst relativ alles. Fazit. Diese Story-Elemente, wir reden jetzt mal über die Story-Elemente und danach über das Gameplay. Story-Elemente sind fantastisch. Die sind echt super und auch lustig, sehen gut aus. Die könnten daraus wirklich eine Show machen. Finde ich. Auch wenn jetzt die deutsche Übersetzung in dem ganzen Spiel jetzt nicht ganz so gut war, war trotzdem allgemein die ganzen Story-Elemente so gut. Und man versteht ja, was die sagen, auch wenn das ein bisschen schlecht übersetzt wurde. Man versteht's ja. Das ist ja das Wichtigste, denke ich mal. Also ja, Story ist echt nice. Ich finde nur, das Spiel ist ein bisschen kurz. Ich meine, klar, die haben so viel mit Clay gearbeitet und da sollte man eigentlich jetzt nicht zu viel erwarten, aber ich will trotzdem viel erwarten. Ich will mehr. Ich will noch mehr von sowas haben. Ich will, dass das Spiel ein bisschen länger geht. Wie lange sagst du jetzt in dem Spiel? Ich glaube, ein, zwei Stunden oder so. Muss hin und wieder mal die Festplatte wechseln, weil Speicherplatz nicht gereicht hat.
Ja, danke an Oink Games für das Spiel. So, aber Gameplay. Gameplay. Wie sage ich es am besten? Ist eine nette Idee, aber es ist zum Teil repetitive und es ist zum Teil auch frustrierend. Ihr habt ja gesehen, dass ich an manchen Stellen wirklich Probleme hatte. Und immer wieder und immer wieder down gegangen bin. Außerdem finde ich, sollte man die Charakter oder die Gegner allgemein mehr erklären. Keine Ahnung, also ich finde, das Spiel ist gut. Waren es jetzt 7 Euro wert? Muss man für sich selbst entscheiden. Gut, das Spiel kostet 8 Euro, aber ich habe es für 7 gekauft. Auf jeden Fall gänge das Spiel ein bisschen besser. Also man könnte das Gameplay ein bisschen auffrischen und mehr allgemein im Spiel machen. Ansonsten finde ich das Spiel gut. Weiß aber nicht, ob das so einen großen Wiederspielwert hat. Kann ich nicht so wirklich sagen. Hier sieht man nochmal die ganzen Bilder. Weiß nicht, ob ich die einblenden werde oder nicht, aber hier sieht man sie nochmal. Und hier kann man die Credits sich nochmal anschauen. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ich habe die Stimmen gut gemacht, dass ich die die Gefühle relativ gut rübergebracht habe, weil es gab ja kein Voice Acting. Ich musste ja alles selber vorlesen. Stimmt, Voice Acting würde dem Spiel auch eigentlich ganz gut tun, ne? Ich will eine Sendung haben von diesen Clay Animationen. Das ist echt gut. Mein Lieblingsmoment von den Clay-Sachen war die letzte Animation. Da habt ihr auch gemerkt, dass ich da am meisten gelacht habe. Ja, Gameplay ist halt. Also, das Spiel ist optisch perfekt. Und Gameplay-weise könnte man es noch verbessern. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal spielen würde. Aber ich würde es Leuten zeigen oder anderen Leuten spielen lassen. Könnte ich das Spiel weiterempfehlen? Also ja, ich finde das Spiel gut. Wie gesagt, zu kurz. Und man könnte noch ein bisschen ausfeinern, aber... Könnt ihr das Spiel weiterempfehlen? Ich meine, das gibt es nur für die Switch. Gut, es gab es auch für... Weiß ich jetzt nicht, habe ich hoffentlich vorhin eingeblendet. Für dieses eine App-Ding da. Also es gab es auch mal als App für... Weiß nicht wie viele Euro. War irgendwie so ein Service, ich weiß es auch nicht. Ich gucke mir das dann später nach der Aufnahme an. Dann wisst ihr es ja wahrscheinlich jetzt schon. Aber außer das kriegt es halt nur auf der Switch. Und dann für 7 Euro, beziehungsweise 8 Euro, 7, 8, ist ein bisschen viel. Aber gut, für die Animation kann ich es verstehen. Wenn man Animationen, also so Clay Animations mag, lustige Story und ein bisschen klassisches RPG, dann würde ich das Spiel empfehlen. Aber ich langweile euch wahrscheinlich nur die ganze Zeit. Wenn es euch gefallen hat, würde mich eine positive Wertung sehr freuen. Wenn ihr neu seid, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Dann werdet ihr solche Spiele in der Zukunft dann nicht mehr verpassen. Falls ich in der Zukunft sowas ähnliches finde, wer das ist. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Ciao.